Schau mal, wie lange schnüffel ich hier, komm. Ach so, es regnet, glaube ich, Idiot. Ich wollte gerade sagen, warum muss ich hier so lange schnüffeln, warum sehe ich nichts? Ja, ich habe es auch gerade im Moment selber bemerkt. Genau, Eierkuchen. Eier, Papaya-Kuchen mit Nutella drauf, schmeckt ganz voll lecker. Als sie gerade eben noch heiß waren, waren sie noch leckerer. Aber kalt sind sie auch okay. Hauptsache sie sind matschig. Also weich. Ich mag das. Wenn sie anfangen zu trocknen und so ranzig werden, ist das eklig. Macht Nachtsicht aus? Nee, ja. Achso, meinst du, ich kann die finden? Ja, ich kann die Pau besser finden. Aber wie haben wir eigentlich? Ich verstehe gar nicht, warum das immer so hell ist auf der Karte plötzlich. Aber ihr seht im Stream echt nur schwarzes Bild, oder nicht? Ob sie gerne willst eine Werbung-Einspielung haben? Ich kann euch gerne unten eine Werbung einspielen. Bringt uns die Pau in so eine Sackgasse. Und dann Hunger! Oh, leck. Boah, geil. Hier kann man ja voll runterfallen. Voll geil. Das ist ja cool. Boah, voll die ausgewachsenen Schweigs hier. Also nicht ausgewachsen, aber schon. Wie ist die erste Stufe? Schon schick. Oh, hier geht's zur Brücke hoch. Ich glaube, so ist besser. Also ich sehe ganz gut in der Nicht. Hast du auch so eine Mitte? Ja, ich stand gerade. Ich sehe ganz gut in der Dunkelheit, aber das Aufnahmeprogramm macht das Spiel leicht dunkler noch. Wenn es schon dunkel ist, dann wird es noch leicht dunkler und dann wird das Schwarz noch schwärzer. Also. Nacht, Engel. Warte doch, meinst du uns? Nightmunds? Ah, ist das schön. Die ganze Truppe hier. Wie du meinst, Nightmunds? Wo man zu Dex warten soll. Worum geht's? Wo denn? Wer denn? Nightmunds hat den Chat geschrieben, wartet doch. Im Ingame-Chat meinst du? Nein, in den Stream. Wartet doch, wo steht denn das? Gut, Time Out, weil es gibt's da. Ist jemand noch hinter uns? Ne, hinter uns? Hinter mir ist keiner mehr. Vor allen Dingen, die Pau läuft abseits meines Streams mit einem Dilo. Mit einem Dilo rum. Du suchst uns, Sekunde. Ich kann dir vielleicht Abhilfe schaffen. Mit einem Dilo, Leute. Das ist.
Verräterin. Das ist skandalös. Also ich hätte... Wir können ja eigentlich alle Male auf die Pau drauf. Volle Möhre, pieksen, tot pieksen. So, Nightbins, ich hab dir mal ein Flüster geschickt, dann weißt du, wo wir... Aber Dilo! Dilo haben uns alle getötet! Immer und immer wieder! Bleibt jemand bei uns in der Nähe? Alle haben Hass gegen Spinos. Ich glaube, die Leute haben das Spiel zu viel gespielt. Null Ahnung, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, also Spinos, ob die jetzt zu schnell growen oder zu schnell laufen können oder zu viel Schaden machen. Ich finde, Dilos sind die schlimmsten. Nicht Spinos. Dilos finde ich so schreckliche Viecher. Also jetzt hier. Wir sind an keinen Tieren mehr gestorben als an Dilos. Und terrorisiert und so weiter. Foto erst, mach mal eine Fehlerprüfung von uns bei Eisen, vielleicht hilft das. Was los? Komm ich noch. Der setzt permanent Fatal Error. Oh. Ja, wir sollen halt eine Reparatur machen. Steam, rechte Maustaste. Eigenschaften. Dann, was war fahle da? Dateien und so. Was war der Reiter da oben dann? Fahle Dateien oder so. Ja, fahle Dateien. Und dann Fehler durchsuchen. Oder nach Fehlern suchen oder Fehler reparieren. Warten wir mal auf Night. Ich finde dass die Trikes gerade schlimmer. Als was, Pony? Als die Dilos. Greifen die Dilos denn an? Die Trikes irgendwie an, oder was meinst du? Ich esse mal so lange weiter. Ich habe keine Ahnung, wo es die Pau gerade hinführt. Er wurde von Zweig getötet. Ach, ehrlich? Nee. Koni, dein Giga wurde gerade gekillt, oder was? Ja. Hast du den angegriffen, oder hat der dich angegriffen? Der Koni hat einen Leap-Call gemacht. Das heißt, er wurde von den Zweig angegriffen. Autsch. Leibniz, hat's geholfen, wo du hin musst, oder schaut's aus? Das ist natürlich scheiße. Ich verstehe dich. Das ist genau das gleiche mit dem Benny, der spielt das auch im Moment nicht mehr. Das ist dem letzten Mal so auf den Sack gegangen. Dass seine 2 Gigas einfach wieder umgeschnetzelt worden sind. Giga, kompletter Giga gegen ein Dilo. Dilos. Gegen Dilos. Also da sollte man, ich glaube, da sollte man so ein bisschen einen leichten Ausgleich machen im Spiel. Ich glaube, die sind einfach sehr schwer, so einen Giga zu steuern, weil der macht bestimmt One-Shot an Dilo, wenn du aber... Ja sicher, alle machen One-Shot gegen die eigentlich. Die großen Fleischfresser. Das Problem ist einfach, die Dilos sind zu schnell. Du kannst dich zu langsam drehen mit so einem Giga und die machen zu viel Blutungsschaden, diese kleinen Pisser. Oh ja, Essen. Luis, du fängst immer als Juvenil an oder als Baby, wenn du halt ins Nest eingebrüht hast. Musst dich dann immer von 2x80% hochziehen. Ich habe auch Hunger, ich muss auch was essen, Spielstimme, ich weiß. Aber wir müssen, auch. Es regnet, es kann regnen. Wir müssen Büsche finden. Wir müssen glauben, Büsche finden. Ich glaube, wir machen mal weiter. Der Neid antwortet auch. Ja, lass uns weitergehen. Ich freue mich auch jetzt langsam essen. Ja. Wir
Wir müssen Büsche finden. Ah, hab einen Busch gefunden, Mädel. Wir brauchen Büsche. Büsche. Sucht Büsche. Ja, sie müssen bei Damm nicht lang. Sucht einfach Büsche. Alle Büsche ab. Solange es regnet, müssen wir es eben so machen. Oder kann man es auch so sehen? Nee. Oh hier! Komm mal zu mir! Spielstimme, komm zu mir! Ach, du bist doch schon da. Ja! Ess, Spielstimme, frisst dich satt! Lass die Kinder verhungern! Die Interessen, ich meine... So, ich lass den Rest jetzt mal für die Kinder. Ach, es gab ja gar keine Kinder, es gab ja nur die anderen. Aber jeder kann ja mal was haben. Ist besser so. Runter. Aber ich glaube, Gazul, das Geld schicken und die Leuten, die es ja nicht verstehen, worum es da geht, Geld, der Server ist ja die Insel und auf dem Discord-Server die Insel könnt ihr Geld sammeln, wenn ihr dort schreibt, spielt oder mitmacht bei Spielen oder sowas. Und mit diesem Geld könnt ihr auch fertige Dinos kaufen. Aber ich weiß nicht, Gazul, ob der Koni möchte, einen fertigen Giga hingestellt. Ja, irgendwie, Koni, ich glaube, alle Tiere sind hier, glaube ich, aggressiv auf dem Server. Ich wurde auch am Anfang von allem Möglichen getötet. Hat man, glaube ich, im Let's Play gesehen. Gehst an so einem Terrazino vorbei und wirst gekillt. Mompf, ich bin doch der Momfred. War das gerade Futter? Gefühlt ja. Ist bei mir immer Nacht, meinst du? Ja, es ist irgendwie immer Nacht. Ich habe auch das Gefühl, wir sind das aber auch anders gewohnt bei unseren Einstellungen, auch bei Ark. Länger Tag, weniger Nacht. Das ist aber bei diesem Spiel ja nicht so. Und man kann das ganz schlecht einstellen, habe ich gelesen. Habe ich eigentlich das Giveaway? Wir warten mal, bis Tag ist, Leute. Pau, wir warten mal, bis Tag ist, damit ich den Käfig richtig sehen kann. Ich wollte das Giveaway noch mal raushauen, schnell ganz kurz, Leute. Wer beim Giveaway noch mitmachen möchte, der kann noch schnell Hashtag Triklorf. Trikelorfe. Ihr müsst dem Kanal aber wohl mindestens followen. Oh. Und es ist Schnüffeln. So. Alles ist schon nicht, ey. Oh, ein Rappedaken. Noch einer Deck, Metal. Vorne. Ein großer. Wo seid ihr eigentlich? Ihr zwei? Ja, nächste Frage. ja, ich richte mich an Zone, weil er hat den Plan. Eigentlich. Meinst du? Gerade erstmal essen. Ja, wir sind auch unterwegs. Wir sind gerade in Zone gewesen. Trike hat keinen Plan. Ja und nein. Wo haben wir denn? Müsste es jetzt gleich hell werden? Ja, es wird gleich hell. Ja. Super. So, dann wollen wir mal. Giveaway geht an. 3, 2, 1. Jetzt stürzt es, glaube ich, nicht ab. Richtig. Steinkind, 76. Seit dem 31. Juli 2020 dabei. Feiert Steinkind. Da. Der Nightbot hat es auch diesmal in den Chat geschrieben, so wie es jetzt gehört.
Ich finde es so geil. Jetzt macht die Pau einfach mal so Ram. Leckerer Trike Burger. Wup, wup. Wir warten, bis es Nacht, bis es Tag ist. Feiern wir ganz kurz noch das Steinkind und dann erstmal hauen wir das Giveaway raus und dann müsste es eigentlich hell werden. Da ist die Kuppel. Dahin müssen wir. Seht ihr, ist ja ganz nah oder weit weg? Relativ. Weil wir stehen direkt daneben. Ja, dann, wir sind noch weit weg. Ja. Aber ich sehe sie wieder. Steinkind, eine Nummer von 1 bis 21. Die 15. Wollen wir mal gucken, was gibt's denn auf der 15? Warte, Julia fehlt da hinten noch. Eight Night. Eight Night. Nein, nicht Eight Night. Earth Night. Guten Morgen. Earth Night. Keine Ahnung. Sag mir null. Steinkind, du kennst das Spielchen ja schon. Deswegen, ich schick dir den Key, du weißt Bescheid. Dann brauchst du noch zum Bauen. Wie lange? Warte. Dann gehen wir mal zur Kuppel. Wo war die Kuppel nochmal? Geradeaus, ne? Gerade 90% erreicht. Wo war die Kuppel? Ich sehe die Kuppel nicht, die ist doch so groß. Kuppel. Ach da. Okay, danke schön. Karma, gute Nacht. Danke für den kleinen Schocker, Schockermocker, den du mir eben verpasst hast, ganz am Anfang des Spiels. Alter Schwede, kommt dir den Berg da hoch. Ja. Also ich hab den auch nicht hören gesehen, ne? Und schreit. Ich hab mich so erschrocken, dass ich mich hier voll zusammenzucke. Ruffy, guten Abend. Danke für dein Raid. Hat's dann nachher noch geklappt, Ruffy, mit deinem Programm? Oh, komm, wir machen mal ein schönes Gruppenfoto. Gruppenfoto. Übrigens, hier oben auf der Kuppel kriegt man irgendwie so eine kleine Störung. Weil man so nah an solche Gebäude geht, glaube ich. Cheese! Huch, da ist jemand verschwunden. Huch! Verschwunden auch? So, jetzt müssen die Raptoren noch springen ins Bild und dann und die alle springen können ins Bild springen und dann ist alles gut. Sieht so geil aus. Weil die Boys hier. Oder was? Kriegen wir da Schaden? Das kriselt dein Bild. Ja, aber wir wissen, was das bedeutet, ob man da vielleicht reinlaufen kann oder so.
Mach's auf, wir wollen rein. Da unten ist das Wasser. Das ist besser als das, was draußen ist. Ja, das ist die Donnerkugel von Mad Max, ne? Oh, Spielstimme ist ja noch da hinten. Was ist mit dem los? Lana Jones, dankeschön. Das macht die Spielstimme da ganz, ganz wide away. Ist das verlaufen? Okay, nächstes Ziel. Ich habe keine Ahnung. Ich würde ja gerne mal Richtung... Sorry, Käfig. Wir sind gerade auch in der Nähe schon. Ich würde euch ja gerne einladen. Ihr seid immer noch zu fünft? Ja. Oh. Wir sind gerade unterhalb des Kliffe, der Klippe von... der Kuppel. Von der Kuppel. Ah, ist ein Zucker. Wir haben so Chips in der Birne, die Dinos. Und wenn man in die Nähe von Menschengebäuden geht, dann kriegst du kleine Störungen. So als nö, du darfst da nicht hin. Ich gehe mal ganz kurz außen rum. Ich weiß nicht, wo die anderen hin möchten. Ich wollte mal ganz gerne außen rum. Wir müssen sowieso mal Richtung Wasser. Ich habe nämlich langsam Durst. Du erst. Wo ist Wasser? Ach, da unten. Ah, okay. Dann gehe ich kurz mal kurz im Wasser. Danke, Pau, wenn du schon gehst, weiß ich nicht. Danke fürs Führen. Erst mal ein bisschen Wasser schlürfen gehen. Wir haben bis jetzt noch, also jetzt längere Zeit keine Feinde mehr gesehen. Prozent bin ich? 84%. Keine Feinde mehr. Ich hätte gerne mal wieder so einen Fight oder sowas. Ja, war cool. Eigentlich war ein cooler Fight da unten am Wasser. Aber es ist natürlich schade, dass, wenn du keine Chance hast, dann bringt das alles eigentlich auch nichts. Ah, hier ist ein Hochweg, glaube ich. Hey, komm hoch, Dex. Warte, erstmal was trinken. Wir sind dann unterwegs zum Wasser. Ist es weit weg? Ehrlich? Pau? Meinst du? Spielstimme hat doch gerade gesagt, das Wasser wäre hier gewesen. Oder nicht? Da. Oh, das ist ziemlich weit weg. Ist das so weit weg? Spielstimme, hast du gerade beim Wasser? Du hast was mit Wasser getrunken. Aber ich gehe jetzt einfach hin. Ich gehe jetzt erstmal einmal hier zu diesem Wasser. Und dann gehe ich den Weg wieder zurück. Ivi, wir kommen hinter dir her. Und währenddessen endlich weiter hier. Ja, den Fluss kenne ich, Paul. Da sind wir eben alle gestorben. Ja, wir sind jetzt einmal schon mal hier unterwegs. Wir nehmen hier ganz kurz noch diesen Fluss, diesen Becken hier mit. Und dann, oh, hier ist auch Fluss. Hier ist auch alles gut. Hier ist ziemlich viel. Wir sollten auch bald dann ganz da sein. Ja, wir sind genau an der Stelle, wo wir gestorben sind. Geil, guck mal, wie viele das sind. Oh, wie schön das Bild aussieht, Leute. Da kannst du echt nichts sagen, ne?
Und wir spielen ja übrigens noch die die Standardversion ja von The Isle. Und die soll ja nicht so hübsch sein. Es gibt ja noch Evrima, die Version, die ja vom Entwickler weiterentwickelt wird. Die ist richtig hübsch. Cool. Tolles Bild. Da kommt der Rex. Wir sind gerade genau an der Stelle, wo wir gestorben sind, Dex. Dann sind wir, glaube ich, gerade gleich bei euch. Sehen euch, glaube ich, gerade. Ja, wir sehen euch eindeutig. Ja. Ja. Los! Sternformation! Angriff! Auszuwarten. Angriff! Lass sie nicht zum Wasser! Wenn sie durchkommen, pinkelt rein! Plan, ja. Die VL. Jetzt alle ausgewachsenen Trikes. Und dann müssen sie hier so 10 Admins um uns herum. Na, ihr dürft aber nicht. Also, oh. Nee, da würde ich aber einen riesen Fight machen, glaube ich, wenn wir jetzt alle ausgewachsene Trikes sind. Und die letzten zwei dürfen dann überleben, oder was? Genau. Die letzten zwei dürfen dann nur laufen. Nee, da kommt Dino und holt die letzten beiden. Gleich kommt so ein Rex, ja, das kommt auch. Hier ist bestimmt fette Beute auf einmal so, oh no, ich geh wieder. Ich kenn das. Das ist so laut, ey. Und die kommen, jetzt kommt auch irgendwas, kommt gleich an. Nix da, das mache ich, lass ich mich nicht, ich versteck mich. Im Busch hier. Im Busch, toller Busch. Ich setz mich nicht. Mit dem Kopf im. So, Kopf im Arsch von der Power. Ich glaube, da vorne war gerade einer, der haut gerade ab, oder? Nee, ist aber in der Ab noch von euch. Willkommen im Club! Dodo Earth, du bist ja wieder da. Dodo Earth. Du. Wo ist Dodo Earth? Sag jetzt nicht, du bist weiter weg. Wir laden nur Leute ein, die ganz nah sind. Vor allem Trikerde. Wie groß darf eigentlich eine Gruppe 9 sein? Nur 9? 9. Wir müssen ein bisschen mehr. Wie sind wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Passt doch. Oh, Ziel zu 9, Dex. Du musst nochmal zu. Ich rede von den Trikes. Ja, ich weiß. 1, 2, 3. Sind welche irgendwie in mir drin? Nee. Also auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Trikes. Genau. Okay. Ja, gut, der eine. Ja, Mensch, ey. Mann. Der ist eben was dünner, den habe ich nicht gesehen. Der hat sich in einem Grashalm versteckt. Ah, nicht schlimm, Lightbirds, alles gut. Wolltest du nicht den Dodo erst einladen? Doch, mache ich, aber ich kann nicht mehr. Kann ich nicht mehr einladen. Müsst ihr machen. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Ich bin doch nicht bei dir drin. Ja, dann laden in seine Gruppe ein oder so. Guck mal, F1 einfach Dodo erst. F1, ist leck gerade. Leck, alles stehen geblieben. Einfach F1 drücken. Paum, ich hab Hunger. Nom. Gar nicht mit uns. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gruppe voll, okay. Hat geklappt? Wo ist er?
Oh, Dodo ist da ganz hinten. Wir gehen jetzt in die gegensätzliche Richtung, Dodo. Es tut mir leid. Ist wirklich so, wir gehen jetzt wirklich ganz woanders gerade hin. So, ich muss mir was zu essen suchen. Ja, auch drei Trikes, die gerade in Pechschritt in die eine Richtung laufen. Ja, die wollen alle was zu futtern, ne? Wir suchen das richtige Essen. Nicht hier so Billig-Food. Wir gehen jetzt zu McTrike. McTrike. Aber ich will zu Trike King. Can Trikey Fried Chicken oder was? Ja. Mann, auf zu lecken, Mann. Was lädt denn hier die ganze Zeit? Pau, verschwinde aus der Gegend. Oder zu Trikeway. Ich krieg die laden, glaube ich, irgendwelche Pflanzenfresser, damit die Pau irgendwas fressen kann. Das leckt dann immer, ich hasse das. Alles schuld. Das sieht so geil aus von hinten, so viele Twikes. Sieht geil aus, ne? Ja.